Willkommen zurück, da sind wir auch schon. Ich habe geklickt und da war es direkt fertig. Das hat man auch selten, dass man nicht noch auf andere Mitspieler warten muss. Schön, freut mich. Ich bin gespannt. Wir sind mit dem Dragoran-Deck wieder unterwegs. Oh, zwei Slimer. Ganz ehrlich, noch einen Taubsee. Interessant. Wie gehen wir das Ganze an? Ich würde gerne die Pokémon-Kommunikation einsetzen, aber wir haben noch einen Tabogga. Das heißt, das brauchen wir nicht raussuchen. Das wäre so, das ist meine erste Idee gewesen. Ich würde eigentlich gerne Boreos holen, um schon mal Energien drauf zu kriegen, um dann das Slimer zu besiegen. Aber ich glaube fast, ja, auch weil nur zwei Dratini da sind und eins gepreist ist, holen wir uns lieber das Dratini in der Hoffnung, dass wir hier ganz schnell unser Dragoran als erstes rauskriegen. Dann sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt im Vergleich zum Gegner. Weil es kommt, es ist ein Mirror-Match. Es kommt noch. Jetzt hat er auch noch ein Dratini. Ernsthaft? Oh Mann, also Mirror-Match im allerfeinsten. Ja, Pokémon-Fanclub. Den hätte ich auch gern gehabt. Gut. Es kommt drauf an, wer jetzt zuerst die Energien beschleunigen kann, würde ich behaupten, oder den besseren Start kriegt. Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Aber dadurch, dass es so ähnlich ist, würde ich behaupten, kommt es nur noch drauf an, wer hier das Dragoran bekommt. So. Wir haben das sind, ja. Pokémon Fanclub hätte ich jetzt. Oha, sehr nett. Wollte ich gerade sagen, hätte ich bevorzugt, aber das ist natürlich auch großartig. Ja, dann nehmen wir noch einen Voltolos mit. Ist jetzt leider noch keine Energie drauf. Der Gegner keine Energie angelegt. Wir haben einen Vorteil, würde ich behaupten. Einen nicht allzu kleinen Vorteil. Leider keinen Supporter, aber das ist in Ordnung. Dann ist das halt jetzt so. Ja, läuft bei uns. Läuft sehr gut, würde ich sagen. Aber es ist noch lange nichts entschieden, von daher, das passt schon. Und der Gegner hat auch ein Sentier. Aber bei ihm bringt es weniger. Er hat noch mehr Karten auf der Hand. Immerhin hat er jetzt schon meine Energie. Er hat kein Tauboga. Das ist sehr hilfreich. Warte mal, habe ich. Ja, Tauboga habe ich eben eingesetzt. Sehr schön. Hier kommt der Supporter. Ein Hoch auf Tauboga. Habe ich mir das definitiv nicht gedacht. Na gut, da müssen wir durch. Alola Slimer. Sehr schön, da ist das Dragoran und wir kriegen noch einen Landhorn. Wenn wir jetzt vielleicht noch was zum Tauschen finden würden, dann würde ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Wenn der Gegner jetzt kein Dragonier spielt, finde ich auch, ja, da kommt ein Dali, da geht noch was. Liegt recht lang. Ich glaube, er hat kein Dragonier. Von daher, ich fühle mich relativ sicher, kann natürlich noch alles schief gehen. Aber das ist doch schon mal ein sehr schöner Start. Oh, Dragoran. Landhorn. Schauen wir mal, was wir noch ziehen könnten. Ein Boreos, da sage ich nicht nein. Und dann beschleunigen wir diese Runde erstmal einen Haufen Energien. Und so doof wie das klingt, er nimmt mir so oder so mit seinem Voltolos, mein Voltolos oder Boreos raus, dann werfe ich ihm lieber das Boreos vor und mach noch auf der Bank 20 Schaden, besiegt damit meinen Voltolos sein Voltolos. So die Idee. Von daher, Boreos hat jetzt zwei Energien, wir können dann zwei auf Alola Slimer beschleunigen, eine an Boreos noch anlegen und da kommt das Dragonier. Und machen da jede Menge Bankschaden noch. Und das Schöne ist, Dragoran hat ja 160 KP. Und wenn wir das mit Boreos um 20 niedriger machen und Landhorn 140 abziehen kann, kriegen wir potenziell auch seinen Dragoran mit unserem Landhorn rausgenommen. Und daher können wir ab jetzt dann richtig Druck machen, finde ich. Da kommt noch ein Dratini. Er bereitet schon das nächste vor. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber wir kriegen das schon hin. Und er legt es nicht hin. Okay. Kriegen wir vielleicht noch einen Tausch? Da ist das definitiv kein Tausch. Da bin ich mir relativ sicher. Das habe ich mittlerweile verstanden. So.
2 Energien liegen da schon. Ach, wird schon werden. So. Dann würde ich vermuten, kommt jetzt das Voltolos. Da, ein Angler, sehr schön. Okay, noch eine Energie auf den Boreos. Das macht uns aber, glaube ich, gar nichts. Wir spielen ja dann so oder so das Voltolos. Und uns eine Elektroenergie. Dann haben wir auch, glaube ich, schon 4-mal Ablagestapel. Ey, jupp. Wir könnten mal theoretisch sogar direkt den Angler spielen. Wir haben ja im Moment eh keinen anderen Supporter. Oder wir kriegen da noch einen. Ich glaube, obwohl, nee, wir haben noch genug auf der Hand. Ich ziehe erstmal noch ein paar Karten mit Tali. Da kriegen wir zum Beispiel noch einen Boreos. Das ist doch nicht verkehrt. So ungefähr. So. Seine stärkste Antwort im Moment ist schon mal raus. Bleibt ihm noch das Boreos? Und was will er da jetzt noch großartig machen? Mir einen Haufen Bankschaden zufügen. Wenn er noch ein Voltolos auf der Hand hat, hat er. Er behält vieles auf der Hand. Die Frage ist nur noch, wofür? Fragoran, okay. Das war, glaube ich, ein Fehler. Hättest du Energien auf Voltolos beschleunigt und Boreos zurückgezogen, hättest du mir mein Voltolos weggenommen. So kann ich einfach jetzt das Boreos rausnehmen. Er macht mir einmal Bankschaden, keine Frage, aber mein Voltolos überlebt das. Da kommt Ratini. Noch ein Lampi, okay. Ich glaube, der Gegner verfolgt eine gewisse Strategie, aber ich denke, gerade weiß das Mirror Matches. Wenn du am Anfang als erstes Druck machen kannst, gewinnst du das vermutlich. Ich schaue erstmal, was es hier noch gibt. Noch ein Dragoran. Ich glaube, ich hole mir lieber erstmal die Energie. Dann spielen wir den Angler, um weitere Energien hier schön zu beschleunigen, damit der Gegner gar keine Chance mehr hat. So meine Vorstellung. Mal schauen, wie gut das funktioniert. So. Hier, du kriegst noch eine Wasserenergie. Dragoran ist damit dann auch startklar. Und da fliegt Boreos raus. Wir sind 2 Preiskarten weiter als er. Ich fühle mich relativ sicher. Würde ich sagen. Es kann nur das Voltolos kommen. Von seiner Seite. Ja. Also, lieber Gegner. Worauf läuft's hinaus? Ich glaube, du hast nichts, was du uns entgegenwerfen kannst, was diesen Rückstand an Preiskarten jetzt noch aufholt. Wir hatten einfach Glück, dass wir zuerst das Dragoran bekommen haben. Und zuerst Druck ausüben konnten. Auch ein Landhorn. Da ist noch ein Boreos in der Hinterhand. Ein Voltolos haben wir doch schon besiegt. Das heißt, wenn das zweite jetzt noch raus ist, aktiviert sich der Nebeneffekt vom Boreos nicht, weil du ja einen Voltolos dafür auf der Bank brauchst. Ja. Und dementsprechend, wir geben das Boreos gar nichts mehr so wirklich. Finde ich. Oder zieht das jetzt zurück, das Voltolos? Nee. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werfe ihm das Landhorn entgegen. Wir hätten den Voltolos direkt schon. Kriegen wir vielleicht noch einen Tausch? Dann würde ich das Landhorn nochmal zurückziehen und lieber ihm das Voltolos gegenwerfen. Lediglich ein Cynthia. Cynthia möchte ich aber, glaube ich, gar nicht spielen. Ruhig und das Deck. Schauen wir mal, dass man das Deck noch ein bisschen klein. Ja, gut. Da geht nicht mehr so viel mit Basis-Pokémon. Eine Energie.
Dass wir noch gar keinen Tausch bekommen haben. Hier ist ja Ben und Svenja drinne, glaube ich. Zweimal. Und zwei Tausch, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und wir haben halt nichts davon bisher gezogen. Es ist mal wieder vom Feinsten. Aber was würdest du machen? So funktioniert das Spiel dann leider. Und wir hatten ja auch am Anfang sehr viel Glück. Also, dass wir überhaupt bis zu diesem Punkt gekommen sind, ist schon sehr angenehm. Dass wir dann jetzt keinen Tausch bekommen, das ist dann halt so. Wir sollten dann auch mal die Energiewiederverwertung spielen, um drei ins Deck zu mischen. Drei Energien. Wir müssten ja dann für Voltelost nur noch eine weitere ziehen. Ganz ehrlich, dann haben wir noch Dragoran. Warum ich aber Dragoran spiele, ist, ich muss mit Elektro-Pokémon andere Pokémon besiegen. Und das ist halt mit dem Deck schön angenehm machbar. Das ist ein starkes Deck. Sollte also potenziell funktionieren. So. Dann, was spielen wir? Wir werden, glaube ich, noch ein Lampi spielen. Ja, da gibt er auf. Er hat es auch erkannt, dass es am Anfang die Entscheidung war und nicht jetzt irgendwann dann noch ausgewürfelt wurde. Natürlich, wir hätten keine Energien ziehen können und dergleichen, aber das wäre schon sehr, sehr bitter gewesen. Und ein Stück weit unwahrscheinlicher. Die wahrscheinlichste Antwort war halt, beim Mirror Match, es kommt drauf an, wer hier den besseren Start kriegt. Es sei denn, du hast irgendeine Comeback-Funktion. Und da fällt mir gerade im Moment nur das Groudon-Deck ein. Mit seinem Knackrak. Ansonsten, du kannst natürlich immer noch versuchen, irgendwie drumherum zu spielen, aber wenn schon wieder ein Mirror Match, wenn da du am Anfang Glück hast, dann läuft das eher, als wenn du, was weiß ich, versuchst später nochmal zurückzukommen oder dergleichen. Hier wieder dasselbe. Ernsthaft? Mirror Match nach Mirror Match mit ähnlichen Starts jedes Mal? Ist schon interessant. Da kommt ein Dratini. Das ist sehr schön. Kriegen wir noch ein Pokémon? Ja. Dann möchte ich gerne mir, hoffentlich ist es nicht gepreist, einen Alola-Slimer holen. Eins ist gepreist, aber wir haben noch ein zweites im Deck. Sehr schön. Tja, ich fühle mich sehr gut aufgehoben im Moment. Können wir schon mal ordentlich direkt vorlegen. Auch wenn der Gegner natürlich jetzt dann gleich zwei Energien mehr hat als wir. Er hat sogar einen Tauboga. Oh ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sind hier, okay. Das heißt, einmal neu ziehen. Hoffen, dass es was Besseres gibt auf der Hand. Ich glaube, wir spielen dann gleich. Ah. Oh Mann. Kennen wir das nicht? Ich riskiere es und rüste Boreos auf. Dann ziehen wir neue Karten. Wenn wir jetzt gleich wieder ein Dragonier bekommen würden, wäre das große Klasse. Leider nicht, aber das passt schon. Dann Taubos weg. Und wir holen uns auch einen Tauboga. Ich finde, wir haben ein Stück weit den besseren Start erwischt. Aber noch ist nichts gewonnen. Das kann sich hier alles noch ändern. Dann hole ich mir ein Voltelos. Ich hätte auch gerne noch Lampi oder Taubsee gespielt, aber ich finde, das Voltelos noch auf der Bank zu haben direkt ist besser. Ja, dann können wir nächste Runde die Energie spielen, Lilly noch spielen. Ich hätte mir erhofft, dass da weniger Pokémon jetzt noch auf der Hand landen oder welche, die wir direkt entwickeln könnten. Aber na gut. Dann ziehen wir halt mit Lilly weniger Karten. Der Gegner hat auch eine Pokémon-Kommunikation. Pokémon-Kommunikation. Ein Pokémon-Fanclub kommt jetzt auch hinterher. Schade. Nun gut. Wie war das? Noch ist nichts gewonnen? Das stimmt hier definitiv.
Zwei Karten. Zwei Karten waren offensichtlich bei Weitem nicht genug. Das ist nicht so glücklich jetzt mit dem Ziehen gelaufen. Immer noch kein Dragonier, dafür aber zwei Dragoran. Ah, der Gegner überlegt auch. Erstmal Tauboga, okay. Ich weiß ja auch nicht, es ist schon wieder ein Mirror-Match, ja. Und der hat das Dragonier. Es kommt nur drauf an, wer hier den ersten Schlag kriegt, vermutlich. Und dann darfst du nicht mehr irgendwo missen, keine Frage. Aber potenziell ist das einfacher, wenn du schon erstmal einen Dragoran als erster hast. In der Regel gewinnt der, wer als erstes das Dragoran hat. Und von daher sind wir jetzt ins Hintertreffen geraten. Ich fand, der anfängliche Start war besser, aber das, was wir jetzt gezogen haben, war... hätte besser laufen können. Und dementsprechend sehe ich jetzt eher den Gegner vorne. So, Dragonier. Das ist definitiv kein Dragonier. Ist doch lächerlich. Ärgerlich. Es sind halt schon drei Viertel des Decks durch. Ne, gut, drei Viertel noch nicht, aber. Wir haben jetzt fast zwei Drittel des Decks durch. Und wir haben nicht ein einziges Dragonier bekommen. Und der Gegner hat das Dragoran. Ich glaube, an der Stelle haben wir dann schon fast verloren. Wenn es jetzt gut läuft für den Gegner, vielleicht hat er noch einen Tausch. Obwohl, er braucht nur drei Energien eigentlich. Dann kann er uns direkt unter Druck setzen. Und dann sehe ich nicht, wie wir hier großartig noch was leisten können. Er könnte sich auch dafür entscheiden, das Alola-Slimer noch drin zu lassen, noch weitere Karten zu ziehen. Wenn er denkt, seine Handkarten sind nicht gut genug, dann haben wir noch eine Chance. Ansonsten haben wir, glaube ich, an der Stelle verloren, weil wir das Mirror-Match verloren haben, weil wir nur Bockmist gezogen haben. Und das kann ich nicht schöner formulieren. Da kommt das Voltolos. Ich sehe nicht, dass wir das hier noch irgendwie gut schaffen können. Wo das Voltolos rein? Ich würde es noch versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch gewinnen können. Das war viel zu schlecht gezogen. Man kann es nicht anders sagen. Das hatte nichts mit Können oder zu tun oder dergleichen. Der Gegner spielt ja auch gut. Und ich möchte behaupten, ich habe mir jetzt nicht allzu großen Bockmist gebaut. Na endlich, nach 3 Millionen Jahren. Das war viel zu langsam. Ist richtig schlecht. Ich kann nur noch hoffen, mit irgendeinem Nantor und dann mal irgendeins seiner Dragoran rauszunehmen oder jetzt gleich beide Dragoran zu bekommen. Ansonsten, wir sind durch. Wenn er jetzt nicht irgendwann ein einziges Mal misst, dann hat er so oder so schon gewonnen. Dann kann ich gar nichts mehr dagegen machen. Alles nur, weil das Dragonier sich bitten lassen hat. Ärgerlich. Aber was möchtest du machen? Ich fürchte, so ist das. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Energien dazu. Eigentlich bräuchte man noch einen Boreos auf der Hand. Was läuft da aber langsam, dieses Spiel? Aber ich glaube, ich möchte meine Handkarten jetzt nicht einmischen, von daher... Spielen wir noch das Lampi.
Okay, hier kriegen wir zumindest noch einen Tali. Hätte ich dieses Lampi eben noch nicht spielen sollen. Hätte man so noch einen Boreas bekommen, dann hätte ich aber auch hier nicht beschleunigen dürfen, nee. Unglücklich. Jetzt greift er als nächstes mit dem Landhorn an. Dann greifen wir auch mit unserem Landhorn an. Dann kann ich jetzt nur hoffen, dass er nicht noch einen Voltolos auf der Hand hat. Er muss irgendwann jetzt missen. Sonst stehen wir richtig doof da. Also mit missen meine ich, dass er jetzt nicht pro Runde jeweils ein Pokémon und damit eine Preiskarte von mir nimmt. Ansonsten war's das. Wäre bitter, wenn es das von Anfang an gewesen wäre. Kein Hin und Her oder gleich kein Spaß am Spiel, sondern dann kam es nur drauf an, wer zuerst das Dragoran bekommt. Das wäre schon. Wäre schon langweilig. Ich kann es nicht besser formulieren. Das ist halt auch irgendwo ein Glücksspiel. Und da kommt das Voltolos. Wetten? Also entschuldigt. War ein wenig draußen heute Morgen. Eine Mülleimer getroffen. Ich habe mittlerweile Übung. Gut. Ach, er kann mit dem Boreas auch unser Landhorn rausnehmen. Das ist natürlich nicht schön. Aber dann machen wir ihm da einen Strich durch die Rechnung. Lilly, okay. Wir könnten Landhorn auch mit unserem Dragoran besiegen. Und wir haben ja dann gleich noch eins. Wir können auch Energien recyceln mit unserem Angler. Ich glaube, dann mache ich ihm da einen Strich durch die Rechnung. Spielt gleich das Dragoran, dann muss er seins reinholen. Wir müssen ihn irgendwie dazu zwingen, jetzt was nicht zu kriegen. Irgendwann darf er einen Hit nicht kriegen. Und wisst ihr was? Ich bin fast am Überlegen, ihm hier das Landhorn entgegenzuwerfen. Ich glaube, das mache ich sogar. Kriegen wir vielleicht noch eine gute Karte? Na, das war so nicht gedacht. Das war jetzt nicht schlecht, keine Frage. Aber es war definitiv ein wenig anders gedacht. So. Jo, dann darf ihm eigentlich nichts anderes übrig bleiben, außer jetzt das Dragoran reinzuholen. Das Dragoran wird durch unser Landhorn kaputt gemacht und dann haben wir zwei Dragorans. Er holt das Boreas. Okay. Das ist, glaube ich, sehr okay. Ah, er hat das Voltolos noch auf der Hand. Schade. Ich glaube, die Nummer war von Anfang an durch. Mit dem Dragonier. Ich will aber auch nicht aufgeben, weil es besteht immer noch die Chance, dass wir gewinnen. Ben und Sven, ja, okay. Jetzt gar keine Energien. Schade. Sehr schade. Na gut. Aber das ist auch sein letztes Voltolos. Ich glaube, dann holen wir uns jetzt hier das Dragoran rein. Dann holt er seins. Dann kommt es jetzt nur noch drauf an,
wie das mit den Dragoran läuft. So. 3 Basisenergien einmischen. Dass wir da möglichst viel ziehen an Energien noch. Beschleunigen dürfte jetzt dann nicht mehr das Problem sein. Nur noch ein Boreos. Warte mal. Ein Voltolos ist gepreist. Da habe ich natürlich nicht nachgeschaut. Insofern auf alle Fälle mein Fehler, aber das ist ärgerlich. Nun gut. Da muss ich durch. Einen Tausch bisher gehabt. So. Er kann mit dem Boreos nichts machen. Er hat aber immer noch das Dragoran. Dann holen wir unser Dragoran, damit er auch mit seinen... Also, wobei, wenn er jetzt nicht noch das andere... Wenn er keine Energie auf Boreos beschleunigt und nicht das andere Dragoran noch bekommt... Wobei, er könnte es auch einfach noch nächste Runde dann ziehen. Oder die Runde darauf, meine ich. Ja, da ist es so ärgerlich. Na gut. Da kommt ein weiteres Dragoran. Er hat jetzt noch 4 Energien auf der Hand. Er braucht einen hierfür und dann hat er noch 3 hierfür. Und dann braucht er nur noch eine Energie. Hat er die Energien, hatten wir schon von Anfang an verloren. Hast du die Energie? Nein. Wir können nur noch hoffen, dass er jetzt super schlecht zieht dann. Wie schlecht. Nur ganz ehrlich, das sind so Matchups, die hast du manchmal, keine Frage, aber die machen gar keinen Spaß. Oh Mann. Versuche noch ein bisschen was zu ziehen. Das Deck schön klein machen. Vielleicht noch ein paar Energien beschleunigen. So habe ich mir das definitiv nicht vorgestellt, aber okay. Was? Ich habe mich verklickt. Nein! Ach Leute! Wie ärgerlich! Aber es kommt so oder so nur noch darauf an, dass wir hier... dass der Gegner misst, also... Das ist egal. Glück beim Ziehen, das macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, wer glücklicher zieht. Aber na gut, es war bis dahin ein spannendes Matchup, oder ich hatte Spaß zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.